Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stardew Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Ego Sit Undercover. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Hey Chase, hast du kurz Zeit? Lass mich raten, das hat was mit dem Gefallen für Ellie zu tun? Ja! Ich habe mich freiwillig gemeldet, um den nagelneuen Polizei-LKW abzuholen, der heute Nachmittag an der Polizeistation vorgestellt werden soll. Und dabei haben Kriminelle dich in die Finger bekommen, richtig? Wow! Wie hast du das denn erraten? Warte, an welche Zahl denke ich? Hier ist ein Tipp, es ist die 6. Der LKW, Frank. Oh ja, sie sind ein bisschen damit rumgefahren, aber jetzt haben wir angehalten. Und wo seid ihr? Während der Fahrt habe ich ein lautes Nebelhorn gehört. Muss wohl der Hafen gewesen sein. Hafen, okay. Und dann hatte ich das Gefühl, dass wir über Gleise gefahren sind. Bahngleise, okay. Dann haben wir angehalten und ich konnte aus dem Fenster Krabby Cove erkennen. Du, ich bin gleich da. Wo? Okay. Ich muss hier mal kurz was einstellen. Einen Moment. So. Jetzt seht ihr nämlich dieses komische Kriege oder tippen sie hier um die Wiedergabe fortzusetzen, nicht mehr. So. Okay. Machen wir hier kurz die Lautstärke vom Spielen etwas leiser, so. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, gibt es hier irgendwo ein Polizeiding? Ich schätze mal nein. Bleiben Sie bitte stehen. Stehen bleiben. Sorry, das ist ein Notfall. So, let's go. Okay. Oh, hier ist eine Straßenbahn. Boah, ich liebe das, ja. Wir müssen jetzt erstmal dahin fahren. Und dann mal losgehen. Okay, wir sind angekommen. So, ich muss hier mal eben kurz richtig fahren. So. Wir sind da. So. Hey, bist du da drin, Frank? Ja! Bist du das, Chase? Bist du hier, um mich zu retten? Psst. Johnny, hol den Rest der Truppe und sag Mr. Chan, dass wir Besuch haben. Oh. Die sind noch in der Nähe. Wir sollten leise sein. Ah nein. Unser erster Kampf gegen diese Leute, okay. Was? Chase? Kämpfst du etwa da draußen? Zack, zack. Geht es dir gut, Chase? Okay. Schätze mal, die schaffen Verstärkung ran. Das würde ich in ihrer Situation machen. Okay, perfekt. Alle bekämpft. Nee, da kommen noch mehr. Oh. Also die Roten kriegt man praktisch so. Zack. Aua. Okay. Bam. Perfekt. Habe ich jetzt alle? Mal sehen. Los jetzt! Wenn du Gas gibst, schaffen wir es noch zur Enthüllung. Mir reicht es schon, das hier zu überleben. Und ich dachte, ich hätte keinen Ehrgeiz. Okay. Hoffentlich schaffen wir es. Ich will Ellie nicht enttäuschen.
Einer der Typen erwähnte einen Chan. Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte, Frank? Ah, er meinte wohl Chan Chuang. Der ist neu in Lego City, aber schon Inhaber des größten Chop-Shops der Stadt. Ich hoffe, er kann kochen. Ein Chop-Shop ist kein Imbiss, sondern eine illegale Werkstatt, Frank. Oh, dann kann ich die Reservierung wohl stornieren. Dieser Chan steht sicher in Verbindung zu Rex Fury. Das ist ja wie auf der Achterbahn. Perfekt, okay. Also ich muss jetzt versuchen, ohne dass ich Herzen verliere, wahrscheinlich da anzukommen. Na gut, die sind ja eh schneller als ich, oder nicht? Mega. So, let's go. Oder was machen die alle hier? Okay, perfekt. Wir haben ein Herz verloren, leider. Wo kommt der her? Wie die einfach selber sich treffen, Alter. Okay. Ich hoffe mal, die schauen nicht hinten nach, denn hier ist ein Haufen Zeug aus den Schränken gefallen. Okay, ich müsste jetzt gleich da sein. Wir haben drei Herzen verloren. Nicht mehr zu folgen. Nicht schlecht, Chase. Kannst du an der Ecke da vorne mal anhalten? So. Macht es dir was aus, wenn ich jetzt fahre? Ellie soll sehen, dass man mir vertrauen kann. Na gut. Genieß den Augenblick des Ruhms, Frank. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, Marion. Ich muss die Brücke heute Nachmittag wieder eröffnen. Wo bleibt der LKW? Als ob mich Ruhm und Ehre interessieren würden. Mein Publikum. Der LKW, Frau Bürgermeisterin. Auf die Minute. Da bin ich mit unserem neuen LKW. Frank Honey, der Held der Stunde. Mann, frei! Oh nein. Sorry, ma'am. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Hey, Chief. Dann wie? Honey! Waffeln? Was spielen wir? Na, was haben Sie denn erwartet mit Frank als Fahrer? Das ist alles Ihre Schuld, Marion. Wow. Chase, ich brauche gute Neuigkeiten. Hast du Rex Fury gefunden? Tja. Na, wie hättest du ihn finden sollen? Der Chief hat dich doch vom Fall abgezogen. Ach, tatsächlich? So kann man das nicht sagen. Stimmt's, Chase? Nein. Genau. Ich wollte ihn nämlich verdeckt einschleusen in Chang Chuangs Gang? Der hängt übrigens mit Rex zusammen. Ja. Das war schon kaputt, als ich ankam. Alles klar. Okay. Boah, ich finde dieses Spiel einfach geil. Spezialauftrag zurück auf der Schulbank. Okay. Ah, so. Ja, komm, lad schneller hier. Let's go. Okay. Frank, Ellie, versteckt ihr euch hier unten? Tun wir. Ich gehe Dunby so gut wie möglich aus dem Weg. Und ich hab eine Spinne gesehen. Keine Ahnung, wie wir aus der Sache rauskommen sollen. Ich sehe da kein Problem. Meine Eltern kommen für den Schaden auf. Wie immer. Hä? Die sind steinreich, das wisst ihr, oder? Ihnen gehört das Hotel in Paradise Sands. Oh, jetzt wird mir alles klar. Jedenfalls, Chase wird verdeckt ermitteln und braucht neue Klamotten. Na, Glückwunsch, Chase. Oha.
Jetzt bin ich einfach Kriminalpolizist. Ne, oder verdeckt. Undercover-Polizist. Okay. Jetzt habe ich sogar nur noch diese Uniform. Cool. Hey, sieh mal einer an. Ich erkenne dich ja kaum wieder. Ja. Wer ist eigentlich dieser komische Typ hier? Okay. Ich versuche da mal in Chans Gang reinzukommen. Hoffentlich wurde die Brücke zur Hauptinsel wieder geöffnet. Viel Glück dabei, Chase. Das war Chase? Ah, alles klar. Gut, jetzt lad bitte schneller. Danke sehr. Okay, dann wollen wir mal mit dem Infiltrieren der Gang beginnen. Ja Leute, wie ich das aber mache, das seht ihr allerdings erst in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt natürlich einen traumhaften Tag. Haut rein Leute, euer Sando. Ciao, ciao. Feeling the show.